Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Es geht weiter mit der Quest bei Silencia Tranquilla in Jalaheim. Ihr erinnert euch, Frau Drake hat Hermann an Dakor verscharrt quasi. Ja, Pixel Knight schüttelt auch schon den Kopf. Das geht natürlich so nicht. Wie geht's jetzt weiter? Obala, nein, ich wollte... Stopp, jetzt. Die Zusammenarbeit von Dakor und der GED ist die perfekte Kombination des Bösen. Wir müssen zurück zum Observatorium 12, um Frau X die schlechten Nachrichten zu überbringen. Was dagegen, wenn wir zu zweit reiten? Ich bewege mich leise wie der Wind, aber dein Pferd ist immer noch schneller. Klar, können wir gerne machen. Ja, da würde ich dann mal sagen, wir nehmen den Transporter. Und lassen uns dann nach New Hillcrest fahren. Ich glaube, in New Hillcrest, ich glaube, von da aus sind wir am schnellsten. Wie New Hillcrest Stall. So, dann schauen wir doch mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie lang das da jetzt in dem Bereich noch weitergeht. Ich denke aber, wenn wir diesen Quest-Hub abgeschlossen haben, diesen Queststrang mit Chill fürs Erste. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich erst noch mal ganz gerne im Dino-Tal weitermachen, weil wegen Gründen. Weil ich eine gute Verdienstmöglichkeit brauche, fernab der Championate. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, weil diejenigen, die das halt nicht kennen, die möchte ich nicht spoilern. Und deswegen spreche ich da immer so ein bisschen in Rätseln. Und diejenigen, die sowieso wissen, um was es geht, denen brauche ich auch nichts anderes zu erzählen. Aber ja, diejenigen werden wahrscheinlich auch verstehen, wieso, weshalb, warum ich unbedingt im Dino-Tal weiterquesten möchte. Wie kommen wir da jetzt... Wie komme ich denn jetzt da am schnellsten nochmal an den... Hier. So, ich weiß, es ist jetzt kalt und also da ist es kalt und eigentlich ist jetzt Sommer und ja. Und ich werde es wahrscheinlich sowieso nicht mehr schaffen, bis zu diesem Punkt zu gelangen. Zumindest nicht während des diesjährigen Midsommerfestes. Aber ja, ich möchte einfach versuchen, mir noch so viel wie irgendwie möglich zum Midsommerfest zu kaufen. Ich habe jetzt eben noch mal eine Schleife vom ersten Platz verkaufen können. 2100 Schillinge habe ich jetzt. Trotzdem wird es wieder so ein bisschen knapp jetzt. Muss auch dringend nochmal weitermachen mit den Quests oben bei Farah. Das bringt mir ja auch nochmal immer viel. Also das kann ich nach wie vor nur empfehlen, da die Sachen zu craften. Da wollte ich dann ja auch mal noch ein weiteres Video zu machen. Wenn ich da mal irgendwann alles freigeschaltet habe, dann will ich mal zeigen, was man da alles herstellen kann und was man im Detail braucht, welche Materialien, um alles herstellen zu können, sowohl für den Reiter als auch fürs Pferd. So. Frau X. Oder vielleicht auch einzeln je Kleidungsstück. Schreibt doch mal in die Kommentare, was wünscht ihr euch? Ein Gesamtwerk oder je Kleidungsstück? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ist los, Tiffany? Du siehst aus, als hättest du den Teufel persönlich gesehen. Naja, trifft's auch irgendwie, wenn wir mal ehrlich sind. Die GED arbeitet mit Dakor zusammen? Frau Drake muss wirklich verzweifelt sein, wenn sie die Gewinne mit ihrem größten Feind teilt. Ich habe fast Mitleid mit ihr. Die Zukunft der Operation Sommerregen ist ungewiss, aber wenn es einen Silberstreif am Horizont dieser düsteren Entwicklung gibt, dann ist es die Tatsache, dass Codes Schneeblume lebt und wohlauf ist. Für den Moment, wir müssen schnell handeln. Wir wissen, dass die GED deinen Freund Hermann den Agenten von Dakor am Moorlandstrand ausliefern wird. Das heißt also vom Regen in die Traufe. In der Tat, deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Rettungsaktion starten. Und diesmal werden wir Erfolg haben. Alle Straßen zwischen Epona und Silverglade führen über die Brücke am Wolf Hell Inn. Das ist das perfekte Nadelöhr. Wir müssen nur eine Möglichkeit finden, den GED-Transporter zu stoppen, bevor er die Brücke überqueren kann. Klingt nach einem Job für Silencia Tranquilla, Meisterin der Tarnung. Tiffany, wir treffen uns in New Hillcrest. Ich habe einen Freund, der uns bei der Ablenkung helfen kann. Ach, ja, da geht es wieder zurück. Wer ist das denn noch gleich? Jetzt bin ich gerade wieder echt überfragt. Das
Das sind so viele Sachen, an die ich mich überhaupt nicht mehr richtig erinnern kann, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Sind wir mal ehrlich, dadurch macht es das für mich ja auch nochmal interessanter, das Ganze nochmal zu erleben. Hui. Oh, das war jetzt natürlich eine schöne Abkürzung, ne? Wow, oh Gott. Und da wollte ich ein bisschen zu viel abkürzen. Naja, macht ja nichts. Ach, guck, da ist eine Landbrücke. Die ist mir, glaube ich, noch nicht so wirklich bewusst aufgefallen. So, jetzt hier einmal rüber und da nochmal rüber. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Dann sind wir fast in New Hillcrest. Jetzt sind wir auf dem hinteren Teil der Championatsstrecke. Das New Hillcrest Championat ist tatsächlich auch eins meiner absoluten Lieblingschampionate. Ich mag die Strecke einfach unheimlich. Ich kann mich dazu auch mega aufregen, wenn ich es mal wieder versemmelt habe. Aber ich finde das an sich so toll. Ich mag das sehr gerne. So, da ist sie. Gut, du hast es geschafft. Du wurdest doch nicht verfolgt, oder? Denk dran, wir wissen nicht, wem wir vertrauen können. Ah, okay, ich muss einmal absitzen. Mir fällt gerade auf, ich habe ganz vergessen, die Musik anzumachen wieder. Ich habe nämlich eben vor dieser Aufnahme noch ein Champi aufgenommen und da mache ich die Musik immer aus. So. Mein Freund ist leicht da drüben. Wir machen in Jarlaheim zusammen mit Talia im Impro-Theater. Im Übrigen ist dieser Typ wirklich cool und würde sich normalerweise nie mit dir abgeben. Tu, was ich tue und versuche, mich nicht in Verlegenheit zu bringen. Aha. Hat sie etwa ein Auge auf ihn geworfen? Hallo William, was machst du so? Doch bestimmt etwas Wichtiges. Mein Vater heißt William. Bitte Silencia, nenn mich Billy Bulldozer. Tut mir leid, Billy Bulldozer. Keine Ursache. Nun, wie kann ich dir helfen? Du hast geschrieben, es sei sehr wichtig. Ich muss dir eine deiner Bauarbeiteruniformen ausleihen. Für ein Stück, das ich aufführen will. Eine meiner Uniformen? Für ein Theaterstück? Ziemlich verdächtig. Dass du mich nicht einlädst, bei dir mitzumachen. Es ist eine Art experimentelle Rolle, Performancekunst, wenn du so willst. Sehr kleines Publikum, nicht wichtig genug für ein Talent wie dich. Unsinn, ich bin Billy Bulldozer, ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Aber ich kann verstehen, dass du das Scheinwerferlicht nicht teilen willst. Eine Ein-Frau-Show, Talia wäre stolz. Natürlich kannst du eine Uniform leihen. Und gibt es sonst noch etwas, das du für deine Show brauchst? Ein paar Requisiten vielleicht? Wir könnten in der Tat einige Straßensperren gebrauchen, falls du etwas entbehren kannst, Billy Bulldozer. Natürlich, liebe Silencia, Stern des Theaters. Was meins ist, ist auch deins. Wir haben gerade einen Bauauftrag hier in New Hillcrest beendet. Nimm dir, was du brauchst. Ja, perfekt. Was habe ich dir gesagt? Ist mein Freund nicht einfach obercool? Kannst du mir bei der Bauarbeiteruniform helfen? Ich weiß nicht, welches Ende wohin gehört. Oh Mann, ernsthaft jetzt? Ja. Perfekt, steht dir gut. Danke für die Hilfe. Die Verkleidung ist komplett. Billy Bulldozer hat gesagt, wir können uns die Straßensperren ausleihen, die hier in der Stadt aufgestellt sind. Sammel ein paar ein und komm wieder hierher zurück. Ich würde dir ja helfen, sie einzusammeln, aber ich kann mich in diesem Outfit kaum bewegen. Warum ist es zu eng? Sieht doch eigentlich aus wie angegossen. Naja, egal. Gut, dann sammeln wir mal ein, was wir einsammeln können. Gut, dass Pixel so stark ist. Mein Ritter in der Not. Hi. Entschuldigung. Müde. Ich habe letzte Nacht tatsächlich irgendwie gar nicht gut geschlafen. Das wird als Straßensperre nicht funktionieren. Okay. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie... Ich habe jetzt die letzten Nächte, wenn ich bei Dennis war, unter der Woche oder beziehungsweise wenn ich früh raus musste... dann bin ich immer ziemlich früh aufgestanden. Dennis muss ja immer deutlich früher auf der Arbeit sein als ich. Und ja, ich bin dann halt immer mit ihm zusammen aufgestanden.
Weil ich es eigentlich auch ganz cool finde. Ich meine, wenn wir mal irgendwie irgendwann zusammenwohnen, ist es noch mal besser, weil dann kann ich halt auch in der Zeit, die kann ich dann schon nutzen zum Aufnehmen. So macht es für mich dann keinen Sinn, dann noch nach Hause zu fahren. Aber irgendwie heute Morgen konnten wir eine Stunde länger schlafen, weil Dennis einen Tag Urlaub hatte, weil er einen Termin hatte weiter weg. Ja, und irgendwie prompt bin ich aus dem Tritt. Ganz komisch. Die hier sollten den Zweck erfüllen. Wir haben alles, was wir für die Ablenkung brauchen. Jetzt müssen wir schnell zur Brücke, bevor der GED-Transport ankommt. Triff mich so bald wie möglich im Wolf Hell Inn. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch direkt mal wieder den Transporter, oder? Denn da ist ja direkt ein Transporter beim Wolf Hell Inn. Da sparen wir ja doch einiges an Zeit. So. Elegant auf den Stein drauf. Zack. Auf geht's. Bei uns wird es übrigens gerade wieder mega dunkel. Also es ist sogar schon so dunkel, dass die Straßenlaternen gerade angehen. Es soll nämlich wieder zu Unwettern kommen. Und das ist mir gerade, also mir ist da gerade überhaupt nicht, oh Moos, sehr cool. Da ist mir gerade gar nicht wohl bei, weil Dennis gerade noch auf der Autobahn steht. Da ist wohl irgendwie ein LKW verunglückt und die ist gesperrt und oh, dann noch bei so Wetter zurückfahren, na super. Du hast es gerade noch rechtzeitig geschafft, der GED-Transporter ist unterwegs. Okay, also absteigen, absteigen. So, ihr Lieben, ich wollte jetzt die Folgen eigentlich immer ein bisschen länger machen, aber das ist jetzt eigentlich gerade, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, um hier nochmal zu unterbrechen. Beim nächsten Mal wird unsere Hermann-Rettungsaktion dann auf jeden Fall weitergeführt und vor allen Dingen durch- und ausgeführt. Mal gucken, wie wir das hinbekommen, den Transporter stoppen zu können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich muss jetzt auch gerade dringend los, weil hier fängt es nämlich an zu regnen und ich habe die Fenster noch offen, um zu lüften. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!